Dankeschön. Vielen Dank, Frau Präsidentin, für den freundlichen Appell. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wissen Sie, Frau Rüffer, Frau Werner, hier beharrlich so zu tun, als würde sich der Deutsche Bundestag aufteilen in jene, die etwas für Menschen mit Behinderung tun wollen, und jene, die nichts für Menschen mit Behinderung tun wollen, ist nicht in Ordnung. Wir alle, die wir hier sitzen, haben ein gemeinsames Ziel, nämlich dass unsere Gesellschaft barrierefreier und irgendwann vielleicht barrierefrei wird. Oh, das wirkt aber klasse. Eine Barriere für mich weniger, wenn es hier ruhiger ist, tatsächlich. Die Weiterentwicklung des Behindertengleichstellungsrechts, die wir heute verabschieden werden, ist ein guter und ein großer und ein wichtiger Schritt vorwärts. Das haben auch meine Vorrednerinnen schon beschrieben, weil wir als Bund mit gutem Beispiel vorangehen. Und das hat auch die Anhörung so gezeigt. Und wir wissen auch, dass viele Fachverbände noch nicht ganz zufrieden sind. Die Forderung, die manche von Ihnen aufstellen, ist Barrierefreiheit für alle und Barrierefreiheit sofort und Barrierefreiheit für jeden. Und wenn Sie dazu eine Umfrage starten würden, dann hätten Sie vermutlich eine Zustimmung von 90%. Ich sage Ihnen auch, dass 90% aber vermutlich nicht genau wüssten, was Barrierefreiheit so richtig bedeutet. Es bedeutet nämlich eben nicht nur, dass ich ebenerdig in ein Gebäude komme, es bedeutet auch, dass sich Sehbehinderte, Gehörlose, geistig und seelisch behinderte Menschen sämtliche Anlagen, Verkehrsmittel, Medien ohne fremde Hilfe erschließen können. Das Ideal der Barrierefreiheit ist ausgesprochen weitreichend. Und so ist es dann auch kein Wunder, dass es in Bayern gerade einmal 2 Arztpraxen gibt, die als barrierefrei gelten. Das kann man kaum glauben, aber es stimmt, denn in einer völlig barrierefreien Arztpraxis würden schon die Arzthelferinnen und nicht nur der Arzt die leichte Sprache beherrschen. Da würde die Klingel an der Eingangstür sprechen können. Es würde auf die Befindlichkeit psychisch Behinderter schon bei der Begrüßung Rücksicht genommen werden. Es würde die Umgebung in kontrastreichen Farben gestaltet sein. Und es würde Hebevorrichtungen geben, damit der körperlich Behinderte auf die Liege kommt und wieder zurück. Frau das Kollegin Freudenstein, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kurt? Ja, bitte. Danke, Frau Präsidentin und vor allem Frau Freudenstein, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade eindrucksvoll geschildert, dass in Bayern nur 2 Arztpraxen barrierefrei sind. In anderen Bundesländern dürfte das nicht besser sein. Dann frage ich mich allerdings, warum stimmen Sie dann unseren Änderungsanträgen nicht zu? Und wie sehen Sie vor allen Dingen die Situation anders denn als in den USA? In den USA ist seit den 70er Jahren es für die Privatwirtschaft verbindlich angemessene Vorkehrungen für Zugänglichkeit und Barrierefreiheit zu schaffen. Dort ist die Wirtschaft nicht zugrunde gegangen. Im Gegenteil, wissen Sie, warum in den USA Barrierefreiheit und Zugänglichkeit so wichtig ist? Weil in den USA argumentiert wird, auch für Menschen mit Beeinträchtigungen muss der Marktzugang, der Zugang zu allen Rechtsgeschäften, öffentlichen Geschäften möglich sein. Das ist die Argumentation in den USA, und dort wird die Wirtschaft nicht überfordert. Und ich frage Sie, gerade angesichts dieses drastischen Beispiels aus der Gesundheitswirtschaft, die nicht barrierefrei ist, warum haben Sie jetzt nicht diese Gelegenheit genutzt oder warum nutzen Sie sie mutmaßlich gleich nicht, hier an einer Stelle den Knoten durchzuschlagen und unserem Antrag zuzustimmen? Herr Kollege Kurt, vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben ein bisschen Pech, ich kenne die USA auch ganz gut. Und zu meinen, dass die Barrierefreiheit in den USA daher rührt, dass es dort ein frühes Bewusstsein für Inklusion gibt, dass es so bei uns nicht gibt, das ist nicht der Fall. Die Barrierefreiheit in den USA rührt maßgeblich daher, dass man sich dort sehr stark um Kriegsveteranen kümmert, und zwar seit Jahrzehnten, und die Veteranen ausgesprochen fürsorglich behandelt, aus einer gewissen Verehrung von Militär und Kriegern in den USA. Und ich weiß nicht, ob das so Ihre Herangehensweise ganz grundsätzlich ist. Es gibt auch in den USA keine mittelalterlichen Altstädte, und es war immer schon genug Platz da. Und ich kann Ihnen eins auch sagen:
bauliche Barrierefreiheit führt zumindest in den USA nicht dazu, dass auch die Inklusion in den Köpfen weitergeht. In den USA sind deutlich mehr Menschen mit Behinderung erwerbslos als in Deutschland. Und es ist zweitens auch so, ne, dass die USA zumindest beweisen, dass man die UN-Behindertenrechtskonvention, die man ja für alles und jedes hier um die Ohren gehauen bekommt, nicht braucht, um die Inklusion voranzutreiben, weil die USA haben die UN-Behindertenrechtskonvention bis heute nicht ratifiziert. Dankeschön. Behinderung ist nicht gleich Behinderung. Das macht das Thema der Barrierefreiheit so schwierig. Wo ein Rollstuhlfahrer vielleicht leichten Zugang hat, tut sich ein Sehbehinderter schwer. Und wo ein Gehörloser ganz gut zurechtkommt, ist es vielleicht für einen psychisch Behinderten mühsam. Die Barrierefreiheit, so wie sie in Fachkreisen definiert wird, ist fast schon ein Ideal, das wir wohl kaum so in greifbarer Nähe erreichen werden. Und aus dieser Einsicht kann man dann zwei Schlüsse ziehen. Der eine ist der, man beklagt den miserablen Zustand in unserem Land, geißelt sich selbst und beklagt beharrlich, dass Politik, Wirtschaft und Gesellschaft allgemein untätig sind und offenbar nicht willens, etwas für Menschen mit Behinderungen zu tun. Oder man geht, wie es schon beschrieben wurde von der Frau Ministerin, Schritt für Schritt diesem Ideal entgegen. Und das tun wir heute mit dem Behindertengleichstellungsgesetz. Der Bund wird mit guten Beispielen vorangehen, er wird zeigen, wie es geht, und wir werden so nach und nach die überzeugen, die eben nicht verpflichtet sind. Und ich weiß, dass es auch die Kritiker auf den Plan ruft. Vom Forum Behinderter Juristinnen und Juristen heißt es zum Beispiel, ich zitiere wörtlich, immer treffen behinderte Menschen auf Barrieren, die von Eigentümern oder Betreibern der Einrichtungen geschaffen wurden, für die sie häufig aber rechtlich nicht verantwortlich gemacht werden können. Juristen mag man diese Formulierung verzeihen. Ich sage Ihnen aber auch, dass eine solche Argumentation eine sachliche Diskussion schwierig macht. Denn Sie glauben doch nicht wirklich, dass irgendwo in Deutschland Menschen sitzen, die nichts anderes im Kopf haben, als vor Cafés und Friseurläden Barrieren aufzubauen oder sich den lieben langen Tag überlegen, wie sie Menschen mit Behinderungen drangsalieren. Das Gegenteil ist der Fall. Und wenn ein Metzger sein Geschäft so umbaut, dass man ebenerdig reinkommt, aber die Tür sich immer noch nicht automatisch öffnet, dann ist es trotzdem ein Fortschritt. Und wenn im Museum eine Führung in leichter Sprache angeboten wird, obwohl das Museum in einem mittelalterlichen Gebäude ist und ein Gehbehinderter sich schwer tut, dann ist es trotzdem ein Fortschritt. Und ich meine, dass wir dahin kommen müssen, die Fortschritte zu sehen und anzuerkennen, dass die Menschen sich durchaus bemühen, statt beharrlich die Defizite zu betonen. Ich lehne eine Verpflichtung zur Barrierefreiheit für die Privatwirtschaft ausdrücklich ab, weil sie nicht greifbar ist, nicht machbar ist, eben nicht realitätsnah ist. Und ich will auch keine Strafen und keine rechtliche Verantwortung für den Bäcker, der seinen Laden in der Altstadt betreibt, obwohl der Zugang zum Gebäude nicht barrierefrei ist. Und ich sehe auch keinen Anlass, einen Hauseigentümer zu belangen, weil er seine Klingelanlage nicht mit einem Sprachmodus ausgestattet hat. Ich glaube, dass wir heute einen ganz guten Schritt vorangehen. Ich glaube, dass dieses Gesetz vielen Menschen helfen wird. Und deswegen glaube ich, ist es ein gutes Gesetz, dem wir zustimmen sollten. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.